Private Shoppingclubs sind mittlerweile eine etablierte Vertriebsform im Onlinehandel. Über die Erfolgsfaktoren bei einem der Branchenvorreiter sprechen wir jetzt mit BuyVIP-Gründer Gerald Heidenreich. Herr Heidenreich, Sie haben vor über 2 Jahren BuyVIP gegründet. Wie waren denn die letzten 2 Jahre für Sie? Ja, waren natürlich 2 sehr aufregende Jahre mit sehr starkem Wachstum. Wir sind damals in Spanien gestartet vor knapp 2,5 Jahren mit 2-3 Leuten. Heute haben wir über 130 Mitarbeiter in 3 Ländern, Deutschland, Spanien und Italien. Und das Wachstum ist natürlich auch was große Herausforderungen an die Mitarbeiter an uns stellt. Aber wir sind soweit sehr zufrieden mit der Entwicklung. Was macht denn aus Ihrer Sicht einen erfolgreichen Shopping-Club aus? Also am Ende des Tages natürlich entscheiden, was für Produkte man anbietet. Denn die Qualität der Produkte entscheidet, wie attraktiv die Mitglieder das Angebot finden. Und wenn ich keine Produkte anbiete, die die Mitglieder attraktiv finden, werde ich am Ende des Tages auch keinen Erfolg damit haben. Das heißt also Produktangebot und natürlich auch dann die entsprechenden Konditionen, also was für ein Price-Off kann man anbieten. Und als dritter Punkt sicherlich das Thema Service, dass die Kunden auch zufrieden sind und ihre Produkte bekommen. Welche Anforderungen stellen Sie an Produkte? Wir fokussieren uns darauf, bekannte Marken zu verkaufen, die im allgemeinen Gebrauch bekannt sind. Es geht sicherlich jetzt nicht darum, die Top-Designer zu verkaufen, sondern es geht auf die bekannte breite Masse an Marken. Also wenn ich zum Beispiel nach ganz oben gucke, Gucci ist sicherlich etwas, was man bei uns mal finden kann in einzelnen Fällen, aber es ist auch etwas, was natürlich für die breite Masse auch mit dem signifikanten Price-Off nicht so leicht erschwingbar ist. Also wir versuchen, bekannte Marken zu verkaufen. Und natürlich muss es den Ansprüchen unserer Mitglieder, das heißt also dem Profil entsprechen. Durchschnittsalter sind so 30 bis 34 Jahre ungefähr, tendenziell eher ein bisschen weiblich als männlich. Und die Produkte müssen natürlich für die Zielgruppe passen. Sie verschicken jetzt 10.000 bis 15.000 Pakete am Tag. Wo geht die Reise noch hin? Also wir werden sicherlich noch signifikant weiter wachsen. Der deutsche Markt ist ein Markt, der generell für das Thema Private Shopping Communities noch relativ klein ist. Wenn man sich die ganzen Anbieter sich mal anschaut, ist es immer noch im Vergleich zu Frankreich ein sehr geringer Markt. Also wir denken sicherlich, dass wir in den nächsten 5 bis 6 Jahren eine 10- bis 15-fachung des Volumens auch erreichen werden. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Heidenreich. Vielen Dank.